assuming him. Yeah. Just him, right. And then you'll be making your own way back. Exactly. My colleagues are with the car on the other train, and I will be coming. Oh, Leute. So Leute, ich bin angekommen und zwar kurz vor Osnabrück an der A1. Kamerateam ist gerade weg. Ich sehe wahrscheinlich gerade fix und fertig aus. Es war ein echt anstrengender Tag. Ich habe richtig Strecke gemacht. Ich glaube knapp 8 Stunden Lenkzeit plus Laden. Ist folgender Streckenplan angesagt. Also ich stehe hier recht bescheiden, wenn ihr mal gucken wollt. Ich stehe hier so in der Kurve drinne. Aber ich habe keinen anderen Platz gefunden. Und das Problem ist, wir haben es jetzt, warte, ich sag's euch kurz, wie spät wir haben, 20.24 Uhr. Der Rastplatz war hier komplett voll. Wenn ich jetzt weitergefahren wäre, wäre die Gefahr, dass es wird immer später, dass ich überhaupt keinen Platz zum Parken finde. Aber man sieht ja, die kommen hier alle wunderbar an mir vorbei. Ich hoffe, ich werde hier nicht von der Polizei geweckt. Ja, Plan morgen ist, Niederlande durchfahren, Belgien durchfahren, Eurotunnel und dann rüber nach England und dann Feierabend. Das ist erstmal ein schöner Ritt morgen ab hier. Ich hoffe, dass ich beim Eurotunnel drehen kann, weil selbst das Kamerateam hat keine Drehgenehmigung beim Eurotunnel bekommen. Das ist mein Heuschnupfen, ich bin nicht erkältet, das ist mein Heuschnupfen. Und ich will mal hoffen, dass ich da geile Bilder für euch einfangen kann. Ja, ich werde mich jetzt ablegen, weil ich echt müde bin. Ich habe die letzte Nacht im LKW ganz, ganz beschissen geschlafen. Gut, Kamerateam ist morgens um 2 Uhr aus dem Hotel rausgeschmissen worden, aus dem ganz einfachen Grund, weil das Hotel gebrannt hat. Da hat es irgendwo gebrannt, Feueralarm, und dann mussten sie um 2 Uhr morgens raus. Die waren genauso fertig wie ich. Ja, und das ist die Wegstrecke, die ich gefahren bin. Oben Oldenburg los, dann über die Niederlande, weil untenrum da durch Hannover etc. da war sehr viel Stau. Das heißt, bin durch die Niederlande gefahren, dann ein kleines Stück durch Belgien und dann waren wir auch schon in Frankreich. Bedenkt aber bitte, wenn ihr fahrt, also Niederlande hat keine Maut, aber Belgien, Frankreich, England auch. Aber in der Woche, wo ich da war, hatten die wohl technische Computerprobleme oder sowas. Auf jeden Fall gab es in ganz England keine Maut. Aber für Belgien und Frankreich brauchte ich natürlich Maut und da habe ich einen kleinen Tipp für euch, was euch alles vereinfacht, dass ihr nicht in jedem Land die extra Maut-Tickets ziehen müsst. Ich habe eine Mautbox dabei gehabt, die alles für mich gelöst hat. Ich habe von meinem Partner Toll for Europe, die haben mir ein Mautgerät zur Verfügung gestellt, weil wir haben jetzt hier natürlich nur das Mautgerät für Deutschland, weil Dutrans natürlich nur innerdeutsch fährt. Aber ich habe hier ein cooles Mautgerät und das soll sehr einfach sein für Festeinbau. Oder zur Not auch mit Zigarettenanzünder quasi. Und das Ganze schließen wir jetzt mal an. Ich habe hier alles dabei bekommen. Und zwar auch hier die Halterung. Oh, ich habe sogar einen Scheibencleaner. Sehr gut. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken, was ist oben, was ist unten. So wird es gemacht. Ah ja, okay, super. Okay, dann machen wir einfach mal, wo setzen wir es denn hin? Am besten hier hin, ne? Ja, da setzen wir es hin. Scheibencleaner. Während ich das aufbaue, ein paar Fakten zu dem Mautgerät, damit ihr Bescheid wisst, weil das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, das werde ich euch jetzt quasi im Off mal kurz erzählen, während ich hier die euch zeige, wie einfach man das Mautgerät anschließt. Ja, das mache ich doch gerne. Denn der Vorteil dieses Mautgeräts ist, Leute, dass ihr mehrere Länder über ein Gerät abdecken könnt und der Unternehmer bekommt dann halt nur eine Rechnung. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Maut in Frankreich habt, oder die Maut in Belgien, sind wieder zwei verschiedene Systeme und die Firma würde halt zwei verschiedene Abrechnungen bekommen. Hier funktioniert alles mit einer Box und zwar umfasst die Box mittlerweile Deutschland natürlich, Belgien, Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Bulgarien, Ungarn, Italien, Schweiz, Polen. Puh, das sind so viele, ihr seht es ja hier auf der Karte. Übrigens besonders interessant, gebührenpflichtige Parkplätze in Frankreich. Einige Parkplätze sind mit diesem Gerät auch schon zu bezahlen. Das heißt, ihr braucht euch auch darum nicht kümmern. Das Gerät macht das für euch. Jawohl, das erwacht zum Leben. Schaut her. Es schaut her. So, rot bedeutet natürlich noch nicht in Ordnung. Das Gerät wird sich jetzt erstmal konfigurieren.
So, ich habe euch das nochmal separat aufgenommen, weil die Sonne da ein bisschen gegengeblendet hat beim Anbau. Und zwar seht ihr ja, die Box startet hier. Ich habe sie einmal komplett ausgeschaltet und wieder neu gestartet. Ihr seht, hier fährt sie jetzt hoch. So, jetzt sucht sie das GPS-Signal und ihr seht immer unten den leuchtenden Kreis. Gelb ist, da stimmt was nicht. Grün ist, alles ist in Ordnung. Und rot, bitte anhalten und überprüfen, was da los ist. Ihr seht, grün, ihr habt das Kennzeichen links unten. Die Achsen sind eingetragen, Euro 6 ist eingetragen. Und dann ist es auch kinderleicht mit dem Menü. Das heißt, auch in allen gängigen Sprachen. Also, wenn ich dieses Gerät innerhalb von Minuten zum Laufen bringe, glaubt mir, dann könnt ihr das auch. Das heißt, wenn du ein Unternehmer bist und du brauchst wirklich ein Gerät, wo du mit einem Gerät einfach alles abdecken kannst. Ich bin wirklich über die Grenzen gefahren. Es hat einfach nur Klick gemacht und dann habe ich dann die französische Maut bezahlt. Belgien rüber, Klick, und dann war es die belgische Maut. Niederlande hat ja keine. Und dieses Gerät hat einfach, ich brauchte mich um nichts mehr kümmern, ich brauchte nicht mehr anhalten. Ihr seht jetzt hier die ganzen Sprachen. Ich brauchte nicht mehr anhalten und irgendwelche Maut ziehen. Und es kann doch auch mal sein im Alltagsstress, dass man es vergisst. Ja, oder man denkt sich, okay, an der nächsten Ausfahrt hole ich dann die Maut und dann bist du auf einmal drin und hast dann Maut hinterzogen und so ganz. Gerade mit diesem Gerät kann das nicht mehr passieren. Einmal angebaut, ihr könnt in Deutschland die Maut entrichten und in ganzen anderen Ländern und ihr seid einfach, könnt den Kopf dementsprechend bezüglich Maut ausstellen. Zu guter Letzt habt ihr ein Android-Handy, könnt ihr das OBU mit eurem Handy verbinden und könnt alle Einstellungen bequem auf dem Handy anzeigen lassen und könnt das Ganze kontrollieren. Lasst es mich mit einem Satz beenden. Digitale Intelligenz, die Europa verbindet. Klasse Gerät, ich kann es euch nur empfehlen. Alle Informationen in der Videobeschreibung oder in der Kommentarspalte ganz oben angepinnt. Was sagt denn das Navi? Wie lange haben wir denn noch? So, Achsenanhänger. So, ich habe es jetzt einmal eingegeben, Calais Eurotunnel, dass wir mal die Strecke von hier bis zum Eurotunnel direkt sehen. Was? Erfüllt nicht die Anforderungen Ihres Fahrzeugprofils? Was willst du? Ja, 8 Stunden, 624 Kilometer. Alles easy. Dann kommen wir hier an. Hier unten, können wir das mal irgendwie mal hochzoomen hier? Genau, danke sehr. Dünkirchen fahren wir durch. Lalala, lalala, lalala. Und hier kommen wir an und hier ist der Eurotunnel. Und dann setzen wir quasi, auch für die jüngeren Zuschauer, die das interessiert, setzen wir hier rüber. Es gibt die Möglichkeit, einmal mit der Fähre zu fahren. Wir fahren aber mit dem Eurotunnel, das bedeutet, ich fahre den LKW auf den Zug drauf und ja, dann fahre ich mit dem Zug quasi unter den Tunnel mäßig rüber. Leider haben wir nicht die Drehgenehmigung bekommen hier, auch vom Kamerateam her. Wir versuchen aber ein bisschen was heimlich zu filmen. Ne? Und ja, dann melde ich mich wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich angekommen bin, unten in Calais. Leute, wir sind angekommen in Emstal. Zwar noch nicht in England, aber ich wollte euch das mal updaten. Emstal Nord, so heißt der Parkplatz. Da hinten ist die Autobahn. Das heißt, wir verlassen zum ersten Mal auf unserem YouTube-Kanal gemeinsam mit dem LKW Deutschland. Ich bin gespannt, wie es in Niederlanden ist mit den Fahren. Die ein oder anderen Experten von euch sind wahrscheinlich schon in Niederlande gefahren und können vielleicht in den Kommentaren ein bisschen was schreiben, wie es euch gefallen hat. Könnt ihr mir gerne reinschreiben, würde mich interessieren. Ich lasse euch dann mein Feedback in Form des Vlogs dann da. Und dann fahren wir direkt nach den Niederlanden, fahren wir direkt über Belgien, dann nach Calais, Frankreich. Und dort haben wir dann den Eurotunnel, also quasi den Zug, wo ich mit dem LKW auf den Zug drauf fahre. Ihr seht ja hier, LKW ist da. Und in diese Richtung geht es dann Autobahn Richtung Niederlande. Da hinten ist schon Niederlande. Müsst ihr eigentlich sehen, da hinten am Horizont. Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ja, im nächsten Step wieder anhalte. Schauen wir mal, wo wir da sind. Aber ich denke mal nicht mehr in Deutschland. Goodbye Deutschland quasi. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht. Bis dann, ciao. Jo Leute, ich bin jetzt tatsächlich kurz vorm Eurotunnel. Hab hier alles, mein Boardingpass, Reisepass, Zollpapiere. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Scheint ein bisschen länger zu dauern hier. Ich hoffe auch, ich bin hier richtig reingefahren. Es gab zwei, ich habe eine 50-50 Chance genommen. Entweder ich wäre da hinten dran gelandet oder ich wäre hier. Ich habe das jetzt genommen, keine Ahnung. Werden die mir gleich schon sagen hier mit ihren orangenen Bahnwesten. Der da hinten muss aufmachen, wa? Es kann halt sein, dass die hier jetzt
keine Ahnung, kontrollieren. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute, wir hören uns gleich im Eurotunnel wieder. Ich habe jetzt so ein Ticket gezogen an so einem Automaten. Ich habe gedacht, ich muss den Barcode dranhalten. Dabei muss ich nur die Fragen beantworten, die auf dem Display standen. Okay, war ein bisschen unangenehm gerade. Aber ich habe jetzt hier so ein Ticket. Da vorne wird jetzt wahrscheinlich der Pass kontrolliert. Und ich nähere mich tatsächlich dem Zug. Leute, hättet ihr das geglaubt, schreibt es mir in die Kommentare, dass ich so weit komme. 4 Länder an einem Tag und ich komme durch den Zoll unbeschadet. Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Ja, mein Problem. Ja, hier ganz kurz unser Problem. Ich bin jetzt gerade an der Grenze zu Großbritannien, also quasi zu England, bei dem englischen Zöllner. Und England ist ja nicht mehr in der EU. Und ich habe die Kamerafrau auf der Beifahrerseite, die ja nicht rechtlich für die Spedition arbeitet. Und dementsprechend ging es jetzt quasi um ein Arbeitsvisum. Und wir mussten ihm jetzt erklären, dass das für eine Fernsehproduktion ist. Und deswegen wären wir fast nicht durchgekommen. Mann, was für ein Geraffel. Yes. Him. Yeah. Just okay. Him. Right. And then you'll become making your own way back. Exactly. My colleagues are with the car on the other train and I will be coming back with them. Alright, no worries. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Ha! Doch nicht in den Knast. Oh. Ja, von the German Television. Da hat er nochmal angerufen, weil die fanden das da gerade nicht so witzig mit Fernsehen und so. Oh, Junge, Junge. Hey, ich bin jetzt eine Station nach der Kontrolle mit den Engländern und bin jetzt an irgendeiner weiteren Kontrolle. Da sitzen drei Frauen drin mit Warnwesten und die grinsten mich nur an, mehr haben sie nicht gesagt. Ich bleibe einfach hier stehen. Du passt schon, ja. Okay, danke. Yeah, thank you. Hast du das gesehen? Die hat mir so ein Schild hochgehalten, wo eine 4 draufsteht. Wie so beim Boxen, hier sind die Nummern Girls. 4 ist 4. Guck, 1 bis 6. Ach, ist das süß. Hier, 4. Sweet Caroline. Ba, ba, ba. Jetzt? Ach hier, da ist doch 4, ist doch grün. Ich habe den Wald, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, krass, Leute. Jetzt sind die da hinten. Die fahren jetzt alle schon auf den Zug. Ja. Und die hier eine weiterfahren, alle auf den Zug. Da. Da hinten runter. Und ich muss noch warten. Das ist schon krass. Die fahren, ich glaube, wir fahren alle da hinten rüber und da hinten fahren die Züge schon mit den Aufliegern drauf oder mit den ganzen Zugmaschinen. Das ist ja krass, Mann. Das ist ja krass. Okay. Okay. Oh, dieser Scheißsitz. Ja, ich schnell dich doch an. So, jetzt geht's ab auf den Zug. Auf die 7. Rechts sind die PKWs. Und hier kommen die Dicken. Ja, für Leute, die jetzt gerade neu im Business sind, könnt ihr euch das wenigstens schon mal angucken, wie das dann aussieht, wie man auf den Zug fährt. Ist auch mal spannend. Da kann man mal einen Daumen nach oben geben.
Und wenn ihr hier drauf fahrt und ihr gleich mit dem Shuttle abgeholt werdet, merkt euch bitte die Nummer des Shuttles. Und in das Shuttle müsst ihr auch wieder einsteigen, weil das bringt euch wieder zu eurer Zugmaschine. Sonst seid ihr irgendwie am anderen Ende vom Zug oder an einem anderen Zug. Irgendwie so. Ja, Leute, und damit sind wir auf den Zug. Ich konnte dann weiter nicht filmen, weil das Prozedere ist so, du steigst aus dem LKW aus, dann hält so ein kleiner Shuttlebus, der hält bei jeder Zugmaschine, der fährt den Zug quasi von vorne nach hinten ab. Jeder LKW-Fahrer steigt da ein, wird zu dem Personenwagen des Zuges gebracht und auf der anderen Seite quasi in Folkestone kommt derselbe Shuttlebus bzw. dieselbe Shuttlebusnummer. Dort steigst du auch wieder ein und die bringen dann immer Step für Step zum Fahrerhaus jeden LKW-Fahrer, damit das schneller geht, damit die gleich einsteigen können. Und dann ist man schon drüben. Wir sehen uns in Teil 3.